Herzlich willkommen zu meiner 18. Ausgabe K-Movies Oldtimer Filme TV. Am kommenden Wochenende hätten die ersten Oldtimer-Tage in Österreich stattfinden sollen. Der Dachverband ÖMVV hat unter anderem aufgerufen: Wecken Sie Ihr Fahrzeug aus dem Winterschlaf und zeigen Sie es auf der Straße. Oder machen Sie eine individuelle Ausfahrt mit Ihrem Oldtimer, vorzugsweise hier in Wien. Wird leider heuer nichts, durch die Corona-Bestimmungen. Freuen wir uns also auf den neuen Termin für die Oldtimer-Tage 2021. Das ist der 24. und 25. April. Zum Einstimmen auf schönere Zeiten zeige ich euch einige Oldtimer-Szenen aus meinem Filmarchiv.
Wir haben einen Aufruf gestartet. Schicken Sie uns Videomaterial von Ihrem Club, von Ihrem Museum oder von Ihrer Veranstaltung. Wir bringen es in unserem Kanal. Dr. Barnea vom Automobil- und Motorradmuseum Grammert-Neusiedl war der Erste, der uns einen ORF-Beitrag aus dem Jahr 2016 gesendet hat. Dr. Barnea wurde gefragt, wie kam es zu dieser Sammelleidenschaft? Naja, es hat schon in meiner Kindheit begonnen, als ein Onkel von mir mit einem alten Austin 10 auf Besuch kam und mich eine Runde mitgenommen hat. Das war der Ansatz für die große Liebe. Und mittlerweile sind es unzählige Autos, oder wissen Sie genau, wie viele es sind? Also ganz genau nicht, aber es sind sehr viele, ca. 200. Das erste Mal in einer Stretch-Limousine, es ist ein bisschen dunkel, es hat etwas Verruchtes. Und doch hat dieses Auto einen berühmten Vorbesitzer. Genau, das war der Peter Volk, der sogenannte Columbo. Der hat zufälligerweise gewohnt in der Nähe des Werkes, wo das Auto gestretcht wurde. Und er hat sich gedacht, er würde gerne mit so einem Auto in Europa fahren. Der hat seinerzeit auch Geschäfte in Europa zu bestreiten gehabt und hat sich das Auto bestellt. Und wie ist er dann bei Ihnen gelandet? Naja, über Umwege. Das Auto wurde von einem Bauunternehmen gekauft. Der konnte sich das Auto nicht leisten. Erstens einmal hat er kein Geld gehabt, zweitens kein Chauffeur, drittens keine Garage. Aber wir haben auch keine so große. Dafür machten wir ein Porträt einer Hammer-Stretch-Limousine. Unverkennbar, aber doch einzigartig. Die Hammer H2 Stretch-Limousine. Carmovis.at war mit dem Inhaber der Firma Hammer Vermietung und mit der Hammer H2 Stretch Limousine unterwegs. Diese H2 Stretch Limousine, von Philips Fadora liebevoll Hammer Limo genannt, kann man bei ihm mieten und er chauffiert sie auch selber. Egal wo sie steht, sie ist nicht zu übersehen. Sie zieht nicht nur sämtliche Blicke auf sich, sie ist auch eine mobile Werbung und mit ihren 10 Metern ein dominanter Auftritt. Diese H2 Stretch-Limousine ist ein Baujahr 2004 und wurde das erste Mal in Los Angeles zugelassen. Ohne Zweifel, es sind schon einige Stars mit ihr gefahren. Nach Österreich hat Herr Svadora diese Limousine im Juni 2007 importiert.
Sie hat ein Eigengewicht von 4.780 Kilogramm mit einer maximalen Zulassung von 18 Personen. Sie wurde jedoch aus Sicherheitsgründen auf 15 Personen reduziert. Zum Motor. Ein Vortec 6 Liter V8 leistet mit einem Chip-Tuning 400 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt übrigens bei 200 Stundenkilometern. Und jetzt noch zu den imposanten Maßen. Sie ist 10 Meter lang, 2,50 Meter breit und 2,10 Meter hoch. Also sie ist wirklich nicht zu übersehen und als Werbeträger einzigartig. Ja, und innen eine Atmosphäre vom Feinsten. Es ist alles vorhanden, um sich wohlzufühlen. Von der Ledersitzbank mit eingebauter VIP-Bar, mit Quer- und Rundbar, ein Sternenhimmel, Nebelmaschine, Disco und Neonlicht, Lasershow, eine CD-Musikanlage, DVD-Monitore und natürlich eine Klimaanlage. Auf Wunsch gibt es auch Getränke in der H2 Stretch-Limousine. Von alkoholfreien Getränken über Sekt bis zum Champagner. Diese H2 Stretch-Limousine ist für Sie und Ihre Gäste eine unvergessliche Erinnerung. Kontaktieren Sie die Firma Hammer Vermietung, wenn Sie dieses außerordentliche Erlebnis genießen wollen. Auf Wunsch wird auch Ihre Fahrt auf DVD oder Blu-ray-Disc gefilmt. Erleben auch Sie eine Fahrt der besonderen Art mit der Hammer H2 Stretch-Limousine von Hammer Vermietung. Das war's. Servus und auf Wiederschauen bis Donnerstag, den 30. April 2020.